Die Geschichte des BWMK ist die von mutigen Menschen, die Barrieren überwinden. 1974 ist ein bewegtes Jahr. Die drei Altkreise Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern sollen zum Main-Kinzig-Kreis zusammengeführt werden. Ähnliches wird auch von den drei Lebenshilfevereinigungen dieser Altkreise erwartet. Trotz aller Widerstände gelingt es den drei Vorsitzenden Johannes Stäubner, Heinrich Kress und Dr. Rudolf Papst, die Vereinsmitglieder zu überzeugen. Im Februar 1974 gründen die Lebenshilfevertreter und der Kreis den Verein Main-Kinzig-Werkstätten für Behinderte e.V. Erklärtes Ziel ist es, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zu bauen und ihnen Arbeits- und Fördermöglichkeiten zu bieten. Bald ändert der Verein seinen Namen in Behindertenwerk Main-Kinzig e.V., heute bekannt als BWMK. Ein Name, der Mut, Tatkraft und Entwicklung symbolisiert. In den Anfangsjahren entstehen nicht nur Werkstätten an den Standorten Linsengericht Altenhaslau, Hanau-Steinheim und Schlüchtern, sondern echte Lebensräume. In Majos eröffnet 1976 die erste Wohnstätte. Auch das Hofgut Majos wird ab diesem Zeitpunkt vom BWMK betrieben. 1979 folgt ein weiterer Wohnbereich in einem ehemaligen Kinderheim in Birstein. Der Ausbau der Frühförderung sowie neue Kindertagesstätten in Maintal-Dörningheim, Linsengericht Altenhaslau und Schlüchtern sorgen für einen guten Start ins Leben. In den neuen Werkstätten finden Menschen mit Behinderungen endlich Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten. Die Aktiven der Lebenshilfevereine bewältigen eine Herkulesaufgabe. Der Eigenkostenanteil an den Bauprojekten wird durch Veranstaltungen wie Feste, Märkte und Basare aufgebracht. Gleichzeitig rücken die Belange von Menschen mit Behinderungen dadurch in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das Team BWMK steht zusammen, um mit und für Menschen mit Behinderungen eine bessere Zukunft zu gestalten. In den 1980er Jahren werden zunehmend Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen und/oder seelischen Behinderungen geschaffen. 1983 ziehen die ersten BewohnerInnen in das Haus Pappelried in Langenselbold ein. Im selben Jahr eröffnet die Reha-Werkstatt in Großauheim und bietet neue Chancen der beruflichen Rehabilitation. Ein weiterer Meilenstein. 1988 beginnt der familienentlastende Dienst mit seiner Arbeit und gestaltet Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene mit Behinderung. 1989 öffnet in Altenhaslau die erste Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Landkreis. Das heißt, Leben mittendrin und nicht am Rande der Gesellschaft. Weitere Wohnmöglichkeiten entstehen auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Die neuen Wohnstätten in Hanau, Altenhaslau und Schlüchtern tragen bis heute die Namen der einstigen Lebenshilfevorsitzenden: Dr. Rudolf Papst Haus, Johannes Stäubner Haus und Heinrich Kress Haus. Ein besonderes Ereignis. 1996 gründet das BWMK den ersten Inklusionsbetrieb. Das Tochterunternehmen Heinzelmännchen Wäscheservice und Hausdienstleistungs GmbH bietet Menschen mit Behinderungen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Wäscherei, die ihre Erfolgsgeschichte in Bad Soden-Salmünster beginnt und seit 2009 in Wächtersbach angesiedelt ist, wird zum Symbol einer inklusiven Arbeitswelt. 1999 feiert das BWMK sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Zeitpunkt unterstützt das Sozialunternehmen bereits über 1.100 Menschen mit Behinderung an 38 Standorten. In den frühen 2000er Jahren verzweigt sich die BWMK-Gruppe weiter und erweitert ihr Arbeits- und Dienstleistungsangebot in den Bereichen Einzelhandel, digitales Dokumentenmanagement, Mediengestaltung, Personaldienstleistung und weiteren Berufsfeldern. Auch die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle PSKB nimmt ihre Arbeit auf, gefolgt vom Integrationsfachdienst IFD, der Menschen mit schweren Behinderungen in die Arbeitswelt begleitet. 2003 wird die Stiftung Behindertenwerk gegründet. Sie unterstützt Projekte und stellt Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung bereit, die nicht öffentlich finanziert werden. Mit den Gründungen weiterer Inklusionsbetriebe zeigt das BWMK, wie berufliche Teilhabe in gemischten Teams gelingen kann. Im Jahr 2000 kommt die Markt- und Servicegesellschaft dazu. 2009 wird die Scanilo GmbH gegründet, die digitales Dokumentenmanagement und die Poststelle im Industriepark Wolfgang übernimmt. 2016 folgt die Grün und Grün GmbH, die Garten- und Landschaftspflege sowie Pilzzucht und Gemüseanbau betreibt. Und als jüngstes Mitglied im Kreise der Inklusionsbetriebe nimmt das inklusive Gesundheitszentrum Westpark GmbH in Hanau-Steinheim 2019 die Arbeit auf. 2011 eröffnet das BWMK in Gelnhausen die erste Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation und unterstützt Menschen mit eingeschränkter Lautsprache sowie deren Angehörige und Personal.
In Hanau entsteht das Schwanennest, ein Haus zur Kurzzeitbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Die hohe Nachfrage führt bald zu Erweiterungsplänen. Die Bildungsangebote des BWMK wecken Freude am lebenslangen Lernen. Seit 2013 zeigt die inklusive Sophie-Scholl-Schule in Hanau, wie Kinder in einem Lernumfeld aufblühen, das Vielfalt fördert. Auch die neuen Kitas in Großkrotzenburg und Wächtersbach unterstützen von klein auf gegenseitiges Lernen. Die Gründung der ersten inklusiven Fußballmannschaft im regulären Spielbetrieb der Region wird 2015 wie ein Paukenschlag wahrgenommen. Die SG Bad Soden 3 vereint bis heute Spieler mit und ohne Behinderung. 2018 eröffnet das BWMK das Blauhaus in Hanau. Dieser inklusive Bildungscampus bietet Menschen mit und ohne Behinderungen vielfältige Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im beruflichen Bereich. 2020 erreicht das Coronavirus Deutschland. Von 2020 bis 2022 bestimmen Lockdowns und Betretungsverbote den Alltag. Die Pandemie und die Folgen der sozialen Isolation sind für viele Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen besonders belastend. Doch die Menschen der BWMK-Gruppe beweisen Umsicht und Solidarität und meistern die Krise. Trotz der Pandemie werden die Ziele weiterverfolgt und das BWMK erweitert seine Bildungs-, Arbeits- und Wohnangebote. Die vorerst jüngste Tochter wird 2023 in der BWMK-Gruppe begrüßt. Die Lebenshilfe Mein Kinzig GmbH koordiniert mehr als 300 TeilhabeassistentInnen, die in den Schulen der Region Kinder und Jugendliche mit Behinderung unterstützen. Außerdem bietet die gemeinnützige Gesellschaft Tandemreisen an, ein vielfältiges Reiseangebot für Menschen mit Unterstützungsbedarf, die die Welt entdecken möchten. Ein zukunftsweisendes Vorhaben wird 2023 umgesetzt. Die Rechtsform des BWMK wird vom Verein in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt, um das bislang Erreichte zu sichern und die weitere dynamische Entwicklung des Sozialunternehmens zu gewährleisten. Dies markiert das Ende eines Kapitels und den Beginn eines neuen, aufregenden Abschnitts. Mut, Neugier und Tatkraft prägen das BWMK, das sich in 50 Jahren zu einem vielfältigen Sozialunternehmen mit mehr als 50 Standorten in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis entwickelt hat. Heute bietet es Menschen mit Behinderungen aktive Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Durch den Dialog mit Betroffenen und Partnern schafft das BWMK zeitgemäße und bedarfsgerechte Angebote. Rund 3000 Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten in der BWMK-Gruppe und nutzen ihre vielfältigen Angebote. BWMK bewegt und inspiriert, auch im Jubiläumsjahr 2024.